So, dann können wir jetzt, begrüße ich euch nochmal zur FSV-Pressekonferenz vor dem Spiel am Freitag in Bochum. Ganz besonders begrüße ich natürlich unseren Geschäftsführer Bernd Reisig und unseren Cheftrainer Hans-Jürgen Boysen. Und wie üblich bitte ich Herrn Reisig mit seinen Ausführungen zu beginnen. Ja, vielen Dank. Der Herr Gast hat schon das Wichtigste gesagt. Wir spielen am Freitag in Bochum, nicht wie die FAZ heute festgestellt hat, im 128. Artikel über unsere Zuschauerzahlen, dass Bochum am Freitag ins Frankfurter Volksbankstadion kommt. Sollte man vielleicht, wenn man sich schon mit diesem Dauerthema beschäftigt, es zumindest versuchen, journalistisch so sauber zu machen, dass auch die Fakten stimmen. Also wir spielen am Freitag in Bochum und nicht Bochum im Frankfurter Volksbankstadion. Wir freuen uns auf das Spiel. Für mich ist es ein besonderes Spiel, weil es gegen zwei sehr gute Freunde geht. Ich bin mit dem Friedhelm Funkel sehr, sehr gut befreundet und wir verstehen uns sehr gut. Wir tauschen uns unheimlich oft aus, wenn wir uns sehen, telefonieren sehr oft miteinander. Thomas Ernst war hier ein Jahr lang maßgeblich am Erfolg, den damaligen Aufstieg von der Regionalliga in die zweite Liga beteiligt. Ein Mann, der hier auch schon fußballerisch tätig war, mit dem ich eine sehr lange und intensive Freundschaft verbindet. Das macht es manchmal nicht ganz einfach, weil ich natürlich auch weiß, dass in Bochum im Moment die Stimmung nicht so gut ist wie bei uns. Nichtsdestotrotz muss diese Freundschaft für mindestens 90 Minuten ruhen, weil wir auch alle Punkte brauchen, die wir mitnehmen können. Und wir fahren natürlich nach Bochum, um auch irgendetwas Zählbares mitzunehmen, auch wenn wir wissen, dass das schwer wird, weil Bochum ganz klar als selbsternannter Aufstiegskandidat alles versuchen wird, zu Hause gegen uns die drei Punkte zu behalten. Ich weiß aber auch von Besuchen im Stadion dort, dass die Zuschauer sehr ungeduldig sind, dass man der Mannschaft und auch dem Trainerstab und dem Umfeld des Vereins nicht mehr allzu viel Zeit einräumen möchte. Und ich glaube, dass insbesondere bei den Zuschauern da auch so eine Meinung vorherrscht, gegen den FSV Frankfurt müsse man nach 15 Minuten in der Regel 2-0 führen. Das ist für uns ein klarer Vorteil, in diesem Spiel einfach auch diese Ungeduld und diese Unruhe dort auszunutzen. Ich hoffe, dass uns das gelingt, weil das ist so, dass der Druck auf die Bochumer immer größer wird, je länger wir dort ein ausgewogenes Spiel hinlegen, ein ausgewogenes Ergebnis gestalten können und dass wir dann sicherlich auch dort in so einem Stadion etwas Zählbares mitnehmen können. Insgesamt ist Bochum natürlich für uns eine große Adresse. Es ist eine Mannschaft, die jahrelang in der ersten Liga gespielt hat, sich auch dort eigentlich sieht und es macht auch sicherlich Spaß in dem Stadion und auch vor der Kulisse dort am Freitagabend auflaufen zu können. Das ist ein extrem schweres Auswärtsspiel, aber eins, was wir aufgrund des Selbstbewusstseins, was wir uns in den letzten Wochen erarbeitet haben, dann auch positiv angehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Reisig. Dann gebe ich gleich weiter an Herrn Boysen. Ja, Sie sind sicherlich aktuell mit dem Stand in der Tabelle, mit dem Spiel selbst nicht so zufrieden und man hätte von der Konstellation, vom Tabellenbild, gerade wenn man jetzt diese Begegnung nimmt, eher eine Drehung erwartet der Positionierung und das ist etwas, wo sicherlich auch die Fans aktuell nicht zufrieden stellt und da gilt es halt eben wieder den Versuch zu unternehmen, eine gewisse Unruhe zu provozieren durch ein gutes Spiel, durch ein offenes Spiel. Wir wollen der Defensive, wie zuletzt, als wir zu Null gespielt haben, insgesamt stehen wir ja, wenn man die Gegentore betrachtet, gegenüber den letzten beiden Spielzeiten sehr ordentlich. Wir haben ein positives Torverhältnis mit 9 Gegentreffern in 10 Spielen. Das kann sich sehen lassen. Das ist eine sehr gute Bilanz. Auch da stehen wir, wie mit den Punkten, was die Gegentore angeht, im ersten Drittel der Tabelle. Und das ist gut so. Und das muss halt eben auch wieder das Fundament für die anstehende Aufgabe sein. Sie haben, was für uns sicherlich kein Nachteil ist, Ihren besten Torjäger mit 10
Käse nicht dabei, der ja bekanntlich gesperrt ist gegen uns. Aber Saklik wird sich sicherlich freuen und sehr wahrscheinlich auch wieder in der Startformation stehen. Und dass Federico aus dem Mittelfeld heraus einer ist, der torgefährlich sein kann, auch wenn es bei ihm in dieser Saison noch nicht so gut läuft, muss man Woche für Woche damit rechnen, dass bei ihm der Knoten platzt. Insofern gilt es, Aufmerksamkeit walten zu lassen. Und dann werden wir natürlich und auch wie immer die Flucht nach vorne ergreifen und zusehen, dass wir die Defensive der Bochumer nicht nur fordern, sondern in Verlegenheit bringen. Und wir wollen natürlich den Abstand nicht kleiner werden lassen auf uns. Und mit dieser Zielsetzung steigen wir morgen nach dem mit täglichen Training um 13 Uhr findet es statt, um 15 Uhr in den Bus. Ja, bei uns hat sich das Lazarett noch nicht zu meiner Zufriedenheit gelichtet, weil Marc Heidmeier aktuell immer noch nicht mit der Mannschaft trainiert hat und ich da die Rückmeldung, die ich bisher noch nicht bekommen habe, erwarte um die Mittagszeit, wie es mit ihm weitergeht. Er hat starke Achillessehnenbeschwerden und insofern wird es schwierig für den Freitagabend, aber ich möchte da nicht vorgreifen, sondern zunächst abwarten. Erfreulich, dass jetzt schon Marc Stein und erfreulich auch, dass Kletzen wieder im Trainingsbetrieb seit heute Morgen teilgenommen hat. Sicherlich für die anstehende Partie ist noch zu früh ist, aber wir werden jetzt natürlich versuchen, zumal bei Dorlin, der Ausfall nicht so lange war, relativ schnell wieder heranzuführen. Und wenn bei Kletzen kein Rückschlag mehr kommt, wird er sicherlich auch noch für ausreichend Spiele der Mannschaft behilflich sein können, ob im Kader oder in der Startformation. Das muss ich dann halt eben zeigen, insbesondere wie die Entwicklung bei Marc Heidmeier weitergeht. Ja, ansonsten muss ich sagen, hat die Mannschaft ja die englische Woche sehr gut verkraftet mit 2 Punktspielsiegen. Das war optimal. Jetzt haben wir wieder einen normalen Rhythmus von 8 Tagen. Ja, und somit sollte die Mannschaft sicherlich von der Physis auch wieder auf der Höhe sein. Und ich erwarte ein offenes Spiel mit einem guten Ausgang für uns. Dankeschön.